Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Blossom Tales, The Sleeping King. Auch für mich gab es jetzt eine sehr, sehr lange Aufnahmestopp von diesem Spiel. Das lag daran, dass ich mich jetzt konzentrieren wollte, Evoland auf meinem Kanal endlich zu Ende zu bringen. Aber jetzt haben wir ja nur noch Yooka-Laylee und Disney Afternoon Collection und Sonic und die Geheimringe und Blossom Tales am Laufen. Und da haben wir dann doch wieder ein bisschen Zeit für dieses Spiel. Demnach habe ich keine Ahnung, was wir eigentlich tun müssen. Und, beziehungsweise ich weiß schon, was wir tun müssen. Das weiß ich noch. Wir müssen jetzt in das nächste Gebiet nämlich aufbrechen in diesem Spiel. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was für Sidequests wir am Laufen hatten, welche wir schon beendet haben und so weiter. Und da hoffe ich, dass vielleicht der ein oder andere von euch da noch ein bisschen Gedächtnis hat. Falls nein, dürfte uns der Großvater jetzt gleich, wenn ich hier auf Spielen drücke, das Gedächtnis ein bisschen auffrischen, denn das Schöne an diesem Spiel ist, auch wenn man es lange schon nicht mehr gespielt hat, man ist direkt wieder drin. Und ja, wir wählen die Datei aus. Ich habe schon mega viele Herzen. Woher habe ich die alle? Und ab geht die Post. Um ein altes Löwenmaul zu finden, muss Lily die gefürchteten keuchenden Moore überqueren. Klingt irgendwie klebrig und eklig. Wir haben ja hoffentlich Insektenspray in Blütenkönigreich. Ich befürchte, Matsch und Mücken werden ihre geringsten Sorgen sein. Ja, okay. Dann wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Warum auch immer ich jetzt wieder hier bin. Das ist eine gute Frage. Karte. Wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Wir müssen nach da drüben. Dort, wo es gelb blinkt. Da dürfte ich ja eigentlich relativ gut hinkommen, oder? Jetzt habe ich ja keine Ahnung, haben wir hier jetzt noch irgendeine Sidequest, die es zu erledigen gibt? Weil umsonst bin ich hier bestimmt nicht hingegangen. Ich verlasse mich da einfach mal auf euch. Vielleicht wisst ihr ja noch, ob es da eine Sidequest gab oder nicht. Ich gehe zurück ins Schlossverlies. Das war falsch. Das war eindeutig falsch. Ich dachte, das ist das Schlossviertel, habe ich gerade irgendwie zuerst gelesen. Das ist eindeutig falsch. Ich wollte eigentlich vor Blütenstadt, wenn das geht. Genau hierhin wollte ich. Denn jetzt sind wir tatsächlich kurz vor diesem Gebiet. Nur noch ein bisschen hier rüber. Und dann sind wir auch schon da. Was sehen meine wunderschönen Augen denn dort? Ein bisschen Geld. Ja, Geld ist schön. Das gefällt mir. Und ein Banditenlager. Waren wir hier schon? Ich kann mich nicht dran erinnern. Nee, wir kommen auch hier nicht weiter. Unglücklicherweise lag ein ganzes Banditenlager zwischen Lily und den keuchenden Mooren. Ich wette, die verstecken ihr ganzes gestohlenes Zeug da. In Banditen verstecken ist doch immer eine Menge Gold versteckt. Schön, schön. Die Geschichte wird also fortgesetzt von außerhalb, vom Großvater. Ich denke, ich muss das hier so öffnen. Kann das sein? Tatsächlich. Habe ich gut abgeschossen. Na, dann kommt mal her. Banditen kennen wir schon, das ist nichts Neues. Die, wenn die einen treffen, klauen die einen halt auch das Geld. So wie die Banditen in Paper Mario 2, nicht wahr? Die Gegner dort in der Wüste, die haben ja einen auch das Geld geklaut. Was haben wir denn hier Schönes? Geld? Geld! Oh, schön. Richtig massig viel Geld. Ich habe halt wieder Angst, dass ich irgendwas übersehe. Irgendwas richtig krass offensichtliches, was mir dann halt einen Herzcontainer oder so versprechen wird. Da habe ich ein bisschen Angst, deswegen da werfen wir jetzt hier einen guten Blick drauf, dass wir auch ja nichts übersehen. Ah, verdammt, da hat mich der Gegner getroffen. Okay, sie stehlen nicht direkt das Geld wird dann einfach auf den Boden fallen. Es ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Der hat mich gerade auch zweimal getroffen. Krasser Dude, aber ist ja nicht so schlimm, weil die Sache, das Spiel wirkt halt auch relativ einfach. Wir haben ja auch noch die... Okay, das ist ein explodierendes Fass. Wir haben ja auch noch die ganzen Heil-Items und so weiter. Also ich denke nicht, dass wir in diesem Spiel jemals Probleme bekommen werden. Auch besonders, weil ich hier so richtig ausgiebig, ne? Ich habe ja jetzt hier sogar schon die 100%, soweit es geht, gesammelt. Also Herzcontainer haben wir auf jeden Fall wieder genug. Und so Stuff. Deswegen, ich denke nicht, dass wir in diesem Spiel Probleme bekommen werden. Das denke ich tatsächlich nicht. So, ich sehe wieder was richtig krasses auf dem Boden. Ich sehe nämlich diese seltsamen Flecken. Und diese seltsamen Flecken, die konnten wir hier mit der Schaufel, wenn ich die mal auf den richtigen Fleck lege. Ah, ist alles so ungewohnt hier. Wow. Das war Geld. Das war schön viel Geld. Ist alles so ungewohnt. Hier ist auch nochmal ein Fleck. Warum sind hier so viele Flecken im Banditenlager? Ach, ja, Ultra. Ne? Die können ihr Geld ja nicht offen liegen lassen, weil sonst kommt hier so ein kleines Mädchen vorbei, so wie ich.
und plündert einfach mal instant das komplette Banditenlager. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Was habe ich jetzt hier bekommen? Einen Schmetterling. Jetzt ist mir mein Headset runtergefallen. Da musste ich jetzt natürlich schnell wieder aufsetzen. Ansonsten höre ich ja das Spiel nicht. Was vielleicht nicht schaden könnte, wenn ich das Spiel höre. So. Ja, komm. Wir brauchen nicht alles an Geld. Ich möchte sie halt nur mal aufgegraben haben, weil vielleicht finden wir ja auch ein Herzteil oder so. Vielleicht haben die ja sowas versteckt hier. Die Banditen. Man weiß ja nie. Ich möchte außerdem mal die Bomben testen. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht so sicher, ob ich mit den Bomben... Ich glaube, ich konnte sogar mit den Bomben hier die Steine tatsächlich. Konnte ich. Da ist sogar noch ein Schatz. Schön, schön. Die haben hier massig Geld. Gibt ja auch ein Achievement dafür, wenn man 5000 Geld gesammelt hat. Wo geht's denn hier wieder hin? Mensch. Ja, das dürfte Geld sein. Nehme ich an. Das dürfte massig Geld sein. Gut, dass ihr mich so gut umguckt. Wie viele Herzteile fehlen uns denn eigentlich zurzeit, um noch ein Herz zu bekommen? Ich glaube tatsächlich sogar weiterhin nur noch eins. Glaube ich. So. Haben wir hier irgendwas, was ich aufheben könnte? Nee. Gut, dann plündern wir das Banditenversteck. Ich glaube, wir kriegen das Achievement für die 5000 Münzen zusammen. Kann das sein? Wir hatten ja schon mal, ich glaube 3000 hatten wir schon. Das heißt, soll ich jetzt noch 2000 hier aus den Truhen bekommen, was definitiv auch der Fall sein wird, oder? Na, wobei, es ist weniger, als es aussieht. Es ist weniger, als es aussieht. Aber ein Erzteil! Woo! Und ich glaube, wir haben sogar einen neuen Container dazu bekommen. Kann das sein? Tatsächlich, wir sind wieder bei null. Schade, dass das nicht hier steht. Das wäre schön, wenn das da gestanden wäre. Dass man einen neuen Container bekommt. Aber die Herzen haben halt so ein bisschen aufgeblinkt. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass wir jetzt gerade eben ein weiteres Herz bekommen haben. Also es lohnt sich wirklich in jedem Gebiet sich gut umzugucken, wie man hier gut gesehen hat gerade. Es lohnt sich richtig. So. Dann noch das hier. Und dann verschwinde ich. Dann bin ich auch schon wieder weg. Keine Sorge. Mehr will ich nicht. Wir wollen ja auch langsam aber sicher in die Moore. Ich bin ja... Natürlich sind die Gegner alle respawned. Das ist fies. Das ist fies, dass die jetzt hier alle wieder da sind. Beziehungsweise, ich glaube nur der eine, oder? Sieht so aus, als ob das nur der eine war, der wieder da ist. Gut. Na dann. Das dürften die Moore sein. Beziehungsweise weiterhin ein Banditenversteck. Also es geht weiter. Hier im Banditenlager. Sei mal nicht nein. Und ich muss aufpassen, dass sie immer voll auf die Explosiven fässern, ne? Als Lily auf die Brücke zuschritt, wusste sie, dass sie in eine Falle tappen würde. Just dann erschien der Hauptmann der Banditen. Du meinst wohl die Piratenkönigin? Nee. Ihr Hauptmann war, ein Banditen-Ninja. Piratenkönigin. Banditen-Ninja. Lass mich raten, das darf ich wieder entscheiden. Sch, nur einer von euch hat recht. Wisst ihr, die Brücke bewachte? Ein... die Entscheidung ist schwer. Ich würde ja Piratenkönigin sagen, weil es zum Setting eher passt. Aber der Banditen-Ninja ist einfach so geil. Ein Banditen-Ninja. Ihr wünscht also, unsere Brücke zu passieren? Dann begleiche den Zoll mit deinem Leben. Banditen, Attacke! Oh, shit. Warte, wir können ja eigentlich... Friss dat! Und fast alle instant tot. Warum rutscht mir eigentlich gerade mein Headset die ganze Zeit runter? Das ist richtig doof. Weil jetzt bin ich halt mitten im Kampf. Mensch. Du hast also meine Schergen besiegt. Es wird wohl Zeit für eine wahre Herausforderung. Wow, der Banditen-Ninja. Der Banditen-Ninja-King. Ich glaube, hier gehen wir das erste Mal drauf. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe den... Lol. Spiel? Ja, ich glaube, der Kampf ist gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich das als Bug vielleicht einschicken sollte an die Spieleentwickler. Ich glaube, dass das nicht so sich gehört. Kann das sein? Die junge Ritterin besiegte den Banditenhauptmann. Der Pfad zu den keuchenden Mooren war nun frei. Yay, und der droppt sogar ein Herzteil. Cool. Freut mich. Danke, danke. Schön. Wir kommen gut weiter. So, wo gehe ich hin?
der Erzähler, unser Großvater, hat ja gesagt, ich sollte, denke ich mal, hier über die Brücke gehen. Das heißt, ich gehe nicht über die Brücke. Das heißt, ich gehe zuerst nach oben. Wir müssen uns ja jetzt auch in dem neuen Gebiet mal wieder umgucken. Das scheint ja riesig zu sein wieder. Das Wasser kann ich anscheinend noch nicht. Das bedeutet, das ist so eine Wiederbelebungsblume, denke ich. Dürfte ich richtig in Erinnerung haben. Die gibt es ja hier auch en masse. Jetzt ist die gute Frage, lohnt es sich hier hochzugehen? Oder sollte ich das vielleicht erst, nachdem ich den nächsten Dungeon geschafft habe? Ich weiß es nicht. Weil ihr seht ja, ich komme ja hier auch nicht ins Wasser. Also nicht weit auf jeden Fall. Und ich denke, ich kriege irgendwas wahrscheinlich, mit dem ich dann schwimmen kann. Also es wäre auf jeden Fall ratsam, wenn sie das machen würden. Hier ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Ja komm, wir gucken uns hier das Banditenversteck an. Das schadet nicht. Das schadet nicht, das merke ich jetzt schon. Düb-di-düb-di-du, Hallöchen, Banditos. Bandito. Bandito Maximus. Soll ich hier alle killen? Ich bin halt immer so ein Typ, der gern alle Gegner killt auf dem Bildschirm, weil vielleicht geschieht ja was. Vielleicht gehen zum Beispiel hier oben die Dinger runter und dann kommen wir weiter nach Norden. Wer weiß, ne? Deswegen, da bin ich halt wirklich so ein richtig gründlicher Typ. Aber es sieht so aus, als hätten die hier Schätze en masse. Also wir kriegen hier richtig viel Geld. Gut, wir brauchen auch viel Geld. Denn wenn ich mich richtig erinnere, gab es in den ganzen Shops in den einzelnen Dörfern Herzteile und solche, hier unten. Ich kann es leider gerade nicht auswählen. Die Schriftrollen. Kann ich gerade leider nicht auswählen. Ich hätte gern die Schaufel. So. Die Schriftrollen, da gab es auch richtig teure Schriftrollen überall. Deswegen, das Geld werden wir brauchen, nehme ich an. Schön das Schild zerstören, damit sich die nicht mehr wehren können. Komm, dann einige Geld. Das lasse ich liegen. Ich bin YouTube-Partner. Ich habe genug davon. Da brauche ich nichts. So. Aber es sieht nicht so aus, als würde sich da oben die Tore öffnen. Schade, schade. Ich dachte, vielleicht lohnt es sich ja. Aber was mache ich denn eigentlich? Ich könnte ja auch hier reingucken. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, stopp mal. Da lag also einfach so eine Truhe. Überspringst du schon wieder was? Natürlich nicht. Was ich gerade sagen wollte. Gerade als sich Lilly der Truhe näherte, tauchte ein Schwarm von Ratten auf. Ah, Ratten. Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich übel. Ich hätte vielleicht mit der Banditenkönigin gerechnet oder so, aber Ratten? Ja, das mit den Ratten war jetzt ein wenig zu einfach, Opa. Na, so? Naja, vielleicht waren das nicht die einzigen Feinde, die sie bekämpfen musste. Wow, Fledermäuse. Gut, ist nicht wirklich schwieriger, aber kann man mal machen. Und wenn wir schon dabei sind, sie muss noch viel mehr Feinde bekämpfen. Ohohoho, was sagt ihr nun, Kinder? Ich glaube, Opa ist eindeutig durchgeknallt. Schön. Ah, schönes Zitat. Das gefällt mir. Ich habe gerade ein Gehirn bekommen von den Zombies. So war es. Entschuldigt, Kinder. Ich habe mich ein wenig entfreit. Alles klar. 20 Gehirne muss ich also sammeln für irgendwas. Das war schön viel Geld, denke ich. Es wirkt auf jeden Fall immer so, als wäre das richtig viel Geld, aber an sich ist es immer total wenig. Ja, euch besiege ich jetzt nicht nochmal. Weil bringt ja nichts. Dann gucken wir mal nach unten. Vielleicht haben wir ja unten was Interessantes. Hier haben wir einen Baumstumpf. Da könnte ich mich jetzt in eine Minish verwandeln. In Zelda. The Minish Cap. Ah, da sind wir ja nicht. Da sind wir ja zurzeit nicht. Was machen die Geister hier? Geister. Geister, Geister, Weißbrot. Und so. Ne? Wie besiege ich euch? Ihr wirkt so ein bisschen, als könnte ich euch gar nicht besiegen zurzeit. Kann das sein? Ihr seid fies. Hier ist Geld. Gibt das. Doch, doch, ich schaff's irgendwie. Am besten, glaube ich, schaffe ich es so. Mit einer Drehattacke, genau, sehr schön. Und die droppen Ektoplasma. Nehme ich mal an, dass das Ektoplasma ist. Das ist ja das, was die Geister droppen, so gesehen. Cool, cool, cool.
Ja, so ein bisschen, ne? Erkunden muss halt auch sein. Da kommen wir nicht drum rum in so einem Spiel. Aber ich find's ja auch schön. Ich find's schön, dass man hier so viel zu erkunden hat. Man muss ja doch gestehen, dass in diesem Spiel richtig viel Erkundungsscheiße los ist. Und das gefällt mir. Das ist halt auch so eine Sache. Ich bin eher so in Zelda-Spielen der Typ, der lieber erkundet, anstatt der Story nachrennt. Und da kommt mir dieses Spiel hier richtig gelegen. Weil hier kann ich halt wirklich freien Lauf, hier kann ich erkunden, so viel ich will. Ah, oh, ist das schön. Das gefällt mir richtig. Hätt's im anderen Piratenlager, das war vielleicht nicht richtig. So, das ist richtig, da ist auch wieder ein Loch. Hätt's im anderen Piratenlager auch einen Schalter gegeben, frage ich mich gerade. Mit dem ich dann irgendwie da durchgekommen bin. So, ihr kommt mal alle her. Ihr könnt ja nix. Nee. Ihr seid richtige Noobies. Vielleicht kriegen wir noch ein Herzteil in dem Part. Das war dumm. So, komm. Einer nach den anderen wird gehackstückelt. Möchte noch wer? Alter, die hören ja nie auf. Ist da hinten ein Spawner von denen? Na gut, wir sind nicht in Minecraft. Aber wer weiß. Ne, jetzt scheint's. Jetzt scheint's aufgehört. Ich wollte es gerade sagen. Da sind wieder welche. Mensch. Und dann stehst du halt auch nur hier, wartest, bis die rüberkommen, bis die so dumm sind und dann rüberkommen und sich von dir einfach töten lassen, ne? Mehr machst du ja auch nicht gegen die Gegner. Oh Gott. Und natürlich wieder ganz zurück. Natürlich. Die sind halt auch, ne? Nichts Besonderes. Kommt. Einer nach den anderen. Ich weiß, ihr wollt es. Zack. Darf ich denn jetzt rüber? Nein, ich bin zu blöd dazu. Warum hat mir es die Höhle gerade so angetan? Warum will mich die Höhle gerade einfach nur tot sehen? So wirkt es ein bisschen. Natürlich treffe ich keinen, obwohl da zwei waren. So, jetzt aber. Reiß die zusammen, Ultra! Sehr schön. Jetzt bloß nicht nochmal runterfallen, das wäre richtig scheiße. Aber ich sehe schon, da hinten ist wieder eine Mauer mit richtig vielen Fledermäusen. Super. Hilft nichts. Ich rette euch! Seid wohl durch einen Steinschlag alle verschüttet worden. Seid froh, dass ich da bin. Ne? Ohne mich werdet ihr jetzt hier qualvoll verreckt. Ich sag's euch. Ja. Wer weiß, wer weiß. Sag bloß, ich komme jetzt hier nicht durch. Oh, Gott sei Dank. Ich kann das mit dem Schwert zerstören. Was ist denn das für eine Höhle? Ist das so eine Mini-Boss-Höhle? Ich renne jetzt hier einfach durch. Kein Bock auf Spinnen. Die sind auch noch so klein und so ekelhaft. Gib mir einfach die Truhe und ich bin weg. Stupdidlidai. Sehr schön. Aus 1 macht 2. Oder so. Gerne noch eins. Gerne noch eins. Hätte ich nichts dagegen. So, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Kann ich einfach springen? Ich glaube, ich kann einfach springen. Ja. Sehr schön. Ansonsten ist hier nichts. Sieht nicht so aus. Gut. Da oben sehe ich aber was. Waren wir da schon? Wo bin ich jetzt eigentlich? Kann mir das jemand sagen? Wo bin ich jetzt? Moment, ich sollte vielleicht mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich bin, glaube ich, wieder vor der Brücke. Kann das sein? Da oben war ich definitiv. Ja, wobei, ich glaube, da war ich doch schon. Doch, doch, ich glaube, da war ich schon in dem Loch. Ich glaube, da war ich schon eines Tages. Ja, wo renne ich denn jetzt eigentlich hin? Lol, wo hat mich das denn rausgelassen? Ich denke, ich bin da, wo der gelbe Kreis blinkt. Aber nö, ich bin ja komplett woanders. Welchen das? Haben wir die Quest schon beendet? Weiß ich nicht. Sieht so aus, als ob noch nicht. Ja, gut. Alter, wo hat mich das rausgelassen? Einfach am anderen Ende der Welt. Ein Tunnel, der ans andere Ende der Welt führt. Nach China. So. Sind wir Piraten? Nope. Ich frage mich auch, ob man später vielleicht noch die Chance hat, vielleicht gegen die Piratenkönigin zu kämpfen. Irgendwie so alles, was man halt nicht gewählt hat, kommt dann so beim finalen Boss. Könnte ich mir vorstellen. Wäre irgendwie
wäre irgendwie cool. Moment, bevor ich jetzt hier in den Sumpf reingehe, gehe ich nochmal nach unten, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich da jetzt alles gesehen habe. Das machen wir noch in dem Part und im nächsten Part gibt's dann Sumpf-Action, sag ich euch. So, jetzt muss ich leider wieder an euch vorbei. Ich ignoriere euch einfach mal alle. Kein Bock auf euch. Ich habe halt so das Gefühl, ich habe hier irgendwas übersehen. Bin ich sicher. Ja, hier geht's nicht runter. Ah, da drüben geht's hoch. Siehst du? Jetzt nur die Frage, war ich hier nicht schon? Nee, ich glaube, ich war hier noch nicht. Ich kann hier auf jeden Fall weiter rüber gehen. Hier oben ist nichts. Gut, dann gucke ich halt hier noch rüber. Wo bin ich jetzt? In einem Zwergenwald, wie es aussieht. Der anderen Seite von irgendeinem Gebiet, in dem ich schon war. Mit Spinnen, na super. Lass die kleinen Zwergis in Ruhe! Hallo? Ich greife die Spinne an und die stirbt nicht. Alles klar. Hallöchen! Meinen ganzen Lohn verplunder ich immer in den Wibbenblumen. Wurdet ihr vom König geschickt, um unser Vorankommen zu kontrollieren? Nee, nee. Das Beste an diesen Jobs sind die coolen Flanellhemden und Hüte. Die Ritter hätten ohne uns keinen Waffennachschub. Gern geschehen. Wollt ihr mal sehen, wie echte Arbeit aussieht, Ritterin? Da ist der Chef. Erinnert mich so ein bisschen an Harvest Moon, kann das sein? Da gab es ja auch so Arbeiter. Und irgendwo stand dann so ein Chef rum. Das waren halt die Zwerge aus Harvest Moon. Mein Kumpel war mal Holzfäller, aber er wurde entlassen. Hat sich aufgeführt wie die Axt im Walde. Wir haben einen engen Zeitplan. Die Dorfbewohner brauchen Feuerholz zum Überleben. Stimmt es, dass Krokus den König hintergangen hat? Neuigkeiten brauchen eine Weile bis zu uns. Wir haben einen ganz engen Zeitplan. Die Dorfbewohner... Ja, ist okay, ich hab verstanden. Wir haben einen engen Zeitplan. Die Dorfbewohner brauchen... Ja, ist okay. Lasst euch nicht ärgern von diesen Holzköpfen. Ihr wärt auch stinkig, wenn ihr zu sechst in einem Zelt schlafen müsstet. Ja, ihr könnt... Ja, ihr habt ja hier genug Zelte. Schlafen alle Mädchen leicht in zwei Zelten aufgeteilt und die Männer nur in einen, oder wie ist das hier aufgeteilt? Meinen ganzen Lohn verplunder ich blabliblu. Meine Familie erwartet mich an der Wegkreuzung. Ach, du bist der Vater? Anscheinend. Und hier haben wir noch eine Elisa-Schriftrolle. Letzte Nacht habe ich vergessen, noch einen Schutzzauber zu sprechen. Ich wurde von Banditen gejagt. Zum Glück bin ich über diesen Holzfällerlager gestolpert. Sie haben die Dinge aufgemischt und ließen mich dann am Feuer aufwärmen. Wir haben Lieder gesungen, Geschichten erzählt und Tee getrunken. Nette Leute. Müffelnd, aber nett. Alles klar. So, gibt's jetzt hier irgendwie noch was in diesem Lager? Irgendwie eine Sidequest oder so? Ich bin auch schon jetzt zufrieden. Ne? Ich kann mich ja nicht beschweren. Ich habe ja immerhin, ne, ich habe eine Schriftrolle bekommen, aber das wirkt halt so ein bisschen, als ob es da noch mehr gäbe. Ich war hier auf jeden Fall noch nicht. So viel hat mir die Schriftrolle erzählt. Das freut mich, dass ich da wieder was entdeckt habe, wo ich noch nicht war. Aber es muss halt hier, ne, hier oben geht es halt auch noch weiter. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt vielleicht den Part beenden sollte, weil der ist halt schon relativ fortgeschritten, muss man gestehen. Ah, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ich beende ihn hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht es dann hoffentlich in den Sumpf, nachdem ich mir dieses Banditenlager, wie es aussieht, hier nochmal angeguckt habe. Ja, beim nächsten Mal. Wenn euch der Part gefallen hat, Daumen hoch, wird mir sehr helfen. Und schaltet beim nächsten Mal hier mein Blossom Tales wieder ein. Bis dahin verabschiede ich mich. Tschö, tschö, euer Ultra.